ihn rausgelassen. Der hing zwischen meiner Tür und diesem Schutzgitter. Der war gar nicht in meinem Zimmer. Der war irgendwie, muss der da irgendein Loch gefunden haben da rein. Die Schlafzimmertür war zu. Ich bin immer noch mal so prüfend am gucken, wie die Qualität ist, die ich aufnehme. Bin ja immer noch so im Struggle, ob ich nicht in 4K filme. Das werde ich mal probieren, damit ich da mal gucke, wie das, wie lange das hochlädt. Wenn ich schon 4K habe, dann kann ich da mal drehen, ne? Aber es dauert alles so lang. Sowohl die Speicherung, die Zwischenspeicherung dauert länger, als auch der Upload zu YouTube dauert. Das dauert alles dann. Mal schauen. Boah, ist das so heiß, ne? Gesicht brennt. Tust du denn da, Katzen? Hm? Hast du dich da hingelegt? Oh, tschüss. Ich mache jetzt Essen. Und dachte mir, ich hole mal die Kartoffeln raus. Werde die einmal schälen und hoffe auch, dass mein Ofen das noch mitmacht, beziehungsweise meine Gasflasche. Ich könnte mir vorstellen, dass die nicht mehr lange Lust hat zu funktionieren. Genau, also ich werde jetzt ein bisschen Kartoffel schälen und das dann gleich einmal anbraten. Heute Abend muss ich auch unbedingt wässern. Es ist 5:10, aber noch richtig heiß, ist noch zu früh. Deswegen fange ich jetzt mal an, ein bisschen Essen zu kochen. Ja, mein Gesicht brennt. Keine Ahnung, ich schwitze zu lange in der Sonne. Ne? Jimmy ist immer noch im Pool. Ich habe ein bisschen mit der Familie gesprochen. Guck mal, diese Dinger, ne, die kommen jeden Tag hier rein. Oh, eklig. Ich fange ab an. Kartoffeln habe ich geschält. Ich habe sie auch gewaschen. Jetzt hole ich immer die Pfanne raus und werde die nochmal einmal durchspülen hier. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Zwiebeln habe. Ich habe sie jetzt mal munter geschnitten, aber muss ich auch erstmal gucken, ob ich noch Zwiebeln habe. Weiß ich gar nicht. So, mal das hier anwerfen. Mein Sohn hatte ja diese elektrischen Pfannen, diese elektrische Platte letztens angemacht und er meinte, das würde überhaupt nicht richtig warm werden. Ja. Keine Ahnung. Ich muss mir eben noch eine Zwiebel gucken. Einen Moment. Müsst ihr auch einen hier haben. Habe ich aber nicht. Das ist doof. Ohne Zwiebel schmeckt das ja nicht. Der steht. Ich habe noch eine Zwiebel. Mensch, gibt's doch gar nicht. So, Moment, da muss ich das auch noch mal eben wieder runterdrehen. Das ist zu viel, eine ganze. Ich brate die immer erstmal an, die Zwiebeln. Ich könnte natürlich auch die Kartoffeln erstmal machen. Machen wir erstmal die Kartoffeln rein. Genau. Ja, Leute, so ist das. Eine Pfanne mit Deckel auf dem Moment. Barstelle habe ich ja auch nicht. Ja, boah, das ist aber auch immer sofort auf 180 hier.
Na, das reicht. Ich weiß auch nicht. Ihr seht nichts, aber ihr könnt nicht tiefer, weil sonst kippt ihr um. So. Keine Ahnung, ich muss eine reinmachen. Heute auch den hinteren Garten wässern, wie gesagt. Da will ich auch nicht zu spät mit anfangen. Deswegen mache ich das Essen mal fertig. So, jetzt muss ich das aber irgendwie bedecken hier. Mit was? Mit was? Ich weiß nicht. Ich habe echt nichts mehr. Ja, hilft nichts. Mach das hier dann auch mal rein, oder? Nee, dann verbrennt das noch mehr bei dem Schwarzen. Das hier. Das lasse ich jetzt mal so ein bisschen in Ruhe hier und werde dann ein bisschen aufrollen und dann schalte ich euch nachher wieder rein, zu warm. Essen ist immer noch nicht ganz fertig, ich bringe mal eben den Müll raus. Menschen sind auch nicht da heute. So. Bisschen diesig, bisschen wolkig. Avocados sind schon ganz dunkel geworden, teilweise. Guckt mal. Schon wieder eine abgegangen, ne? Das heißt doch, dass die reif sind, oder? Wenn die sofort abgehen. Gut, wir haben die abpflücken. Hi, da ist Katze. Da ist die graue Katze. Ja, ist die graue Katze. Hallo? Na, erstmal hinsetzen und gucken. Okay. Die sind aber noch ganz schön fest, finde ich. Sohn ist im Wasser, der nutzt das nochmal aus heute. Ja, Bratkartoffeln. Und auch bald soweit, ich mache mir schon mal die Zwiebeln rein. Geben Eier kaufen, weil irgendwie sind die Bratkartoffeln so trocken. Keine Ahnung. Es hat auch mega lange gedauert, bis sie fertig sind. Hätte ich das gewusst, hätte ich die gar nicht gemacht, weil das hat nicht so viel Gas verbraucht. Naja, das Ding alle, wenn man steht da, wenn keiner mehr da ist hier, dann muss ich das irgendwie
dann allein besorgen. Aber egal, sind rar geworden. Ich weiß nicht, bestimmt 45 Minuten oder so hat das bestimmt gedauert. Gucken, heute ist echt diesig, ne? Ja. So, und dann gehe ich, Ketchup habe ich ja auch nicht mehr. Marmelade kaufe ich nicht. Ich will erstmal den Honig alle machen. Ich habe mir auch vorgenommen, nicht mehr so auf den Basar immer zu gehen. Ich weiß nicht, ob ich es durchhalte, weil ich drehe ja schon gerne Videos auf dem Basar. Aber ich glaube, die weltliche Lage, das ist im Moment nicht so gesund. Deswegen will ich mich da mal ein bisschen zurückhalten und werde mir dann immer die Sachen aus dem Market kaufen. Jetzt, wie gesagt, gehe ich einmal zu Beam oder zu iUSable am besten, zu A101, weil die Eier waren da ja nicht so gut letztes Mal bei Beam. Und dann würde ich nämlich Mayonnaise kaufen oder Ketchup. Bei Mayonnaise bin ich auch immer so ein bisschen unschlüssig. Ich habe ja eins weggeschmissen letztes Mal. Da geht unser Gärtner runter. Naja. Da bin ich auch so ein bisschen unschlüssig, weil ich da letztes Mal eine gekauft habe, die echt eklig geschmeckt hat. Und ich glaube, ich kaufe einfach Ketchup. Damit bin ich ja gut gefahren. Das ist ja letztendlich auch relativ ungefährlich. Ketchup hat ja immer noch so den gefährlichen Ansatz, dass man vielleicht verderben könnte. Na gut. Ja, ich bin tierisch rot wieder. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ne? Ich habe ein bisschen in der Sonne gelegen, ja, aber jetzt auch nicht so lange. Und ich habe auch die Mütze auf, sodass das immer, dass mein Gesicht immer geschützt ist. Das mache ich eigentlich immer. Ich lege mich nie mit in die pralle Sonne, so mit dem Gesicht. Naja. So, im Schatten ist gut. Ein bisschen stehen bleiben hier. Ja, ich habe mir sowas übergezogen, weil das ist ja doch recht offen hier, das Kleid. Habe ich mir so ein Ding übergezogen. So ein Strandding. Ja. Naja, dann gehen wir mal los zum iUSable. Oh nee, das ist doch nicht unser Gärtner. Ich dachte, das sei der. Ist ja gar nicht. Wundert mich auch, weil der ist eigentlich immer um die Zeit ist er bei der Arbeit. Es riecht verbrannt. Ist auch nicht hier. Jimmys Katze. Der sitzt jetzt am Pool und telefoniert. Ja, ja. Ich mache euch da mal aus, bevor alle denken, die Alte hat sie nicht alle. Kann man ganz gut das Bewässerungssystem sehen, was man hier immer bei den Bananen anlegt oder überhaupt. Wir haben ja so ein ähnliches System auch bei uns im Garten, nur funktioniert das leider nicht so, wie ich es gerne hätte. Das wollten wir mal ausprobieren. Seht ihr, da kommt überall dann das Wasser raus. Alle Schulsachen hier auch. Ich wünschte, ich würde nochmal so ein Stativ oder so finden hier. Ich bin jetzt in A101, ne?
kein Stativ, leider, leider. Ketchup und Mayonnaise. Alle nur scharfen Ketchup, das ist doch echt kacke. Guck, alles scharf. Agil ist scharf. Und dieses kleine Ding da vielleicht. Keine Ahnung. Ich habe jetzt nur mal den kleinen mitgenommen. Mal gucken, wie der schmeckt. Hier haben sie beides. Für 55 und mit so einer Soße noch dazu. Ist das vielleicht besser? Mal gucken. Ich habe alles, was ich brauche. Ich gucke mich noch mal ein bisschen um. Vielleicht finde ich ja noch was. Ich will jetzt auch keine so Produkte kaufen, die hier niemand kauft, wisst ihr? Also ich würde schon gerne auch einheimische Dinge kaufen. Ich kann auch nicht das Datum leider erkennen, weil ich meine Brille nicht dabei habe. Das muss ich gleich mal zu Hause gucken. Hier sind wieder diese Öle, aber ich will jetzt nichts mehr mitnehmen. Vaseline gibt es auch.